So, Freunde, willkommen zurück hier beim Let's Play von Train Simulator 2014. Ja, wie schon gesagt, auf Google Plus geschrieben, meine Festplatte ist runtergefallen und hat dann wahrscheinlich einen Headcrash erlitten. Das heißt, ich komme nicht mehr an meine Daten ran, also auch an die Adventskalender-Folgen. Und auch nicht mehr auf Train Simulator 2014 konnte ich zugreifen, weil ich habe das auf der Festplatte installiert. Deswegen muss ich das Spiel jetzt auf meinem Computer installieren und der letzte Spielstand ist weg. Vielleicht erinnert ihr euch, wir waren da glaube ich gerade in Faversham in London und da habe ich dann Schluss gemacht und wollte dann in der nächsten Aufnahme zurückfahren, aber das wird jetzt nichts. Da der Spielstand ja weg ist, deswegen fangen wir nochmal neu an, gehen auf Fahren, machen dann die gleiche Mission nochmal. Hin und wieder zurück war es glaube ich 45 Minuten lang. Gleich zwei Sterne. Ich glaube, 1, 2, 5 ist das höchste, aber das trauen wir uns jetzt noch nicht. Ja, ich würde sagen, los. Ja. Na, da kommt der Ladebildschirm. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange. Aber warte mal ab. Ich könnte euch hier ja mal ein bisschen die Werbung durchlesen. Holiday Sale. Huge savings on all Train Simulator Content. Shop now. Shop now. Und hier kriegen wir auch noch ein paar Tipps. Eigentlich wollte ich gerade Stronghold Kingdoms aufnehmen, das habe ich heute Morgen auch gefunden. So als Ferienprojekt. Einfach mal so ein paar Folgen und gucken, wie das ankommt. Aber da hatte ich immer irgendwie ein Problem. Die Texturen wurden dann auf einmal nicht mehr geladen und dann war das Spiel auf einmal weg. Deswegen kommt jetzt noch Train Simulator, weil vorhin hatte ich auch wieder ein Problem mit Train Simulator. Da war das irgendwie total abgehackt und lief total schlecht. Ich hoffe, dass das jetzt wieder geht. Muss nämlich für heute um 15 Uhr hochgeladen werden. Ich habe ja schon Ferien. Also meine Schule, die hat sich gedacht, ach komm, dann geben wir den Tag länger frei, kriegen sie einen beweglichen Ferientag. Deswegen habe ich heute am Freitag auch schon frei. Heute werden sie nur auf der Hochgeschwindigkeit. Nur auf dem Hochgeschwindigkeitsabschnitt arbeiten. Fahrt von Epsfleet nach St. Pancras und dann wieder zurück nach Epsfleet. Lassen Sie hier die Passagiere einsteigen, bevor Sie nach Stratford fahren. Sie müssen planmäßig um 13.27 Uhr abfahren. So, ich hoffe, dass das jetzt etwas besser läuft, aber ich glaube schon, ich bin guter Dinge. Machen wir mal die Tür auf. Ja, jetzt können wir es gar nicht so sehen. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie so rumkommen. Das ist ja nicht so eine tolle Steuerung, wenn man da so rum muss. Und ja, mal gucken, ob wir diesmal wieder am iPad spielen können. Ach komm, wir können uns hier mal den Parkplatz angucken. Was sind denn das für Modelle da alle? Das hier müsste ein VW Passat sein. Das ist auf jeden Fall ein Ford. Das sind immer die gleichen. Das Auto kenne ich gar nicht. Ja, sieht mir aber noch so ein Mercedes aus, oder? Na, näher dran können wir nicht. Ist ja auch egal. Haben wir hier einen? Nee. Beim letzten Mal hatten wir da, glaube ich, einen gegenüber sitzen, oder? Ich weiß nicht mehr. Aber hier, komm, wir spielen wieder am Tablet. Man nichts drauf erkennen kann. Die Kekse esse ich natürlich auch gerne. Oder die Plätzchen. Was ist das denn hier? Ach so. Rangierkamera. Was ist das für eine? Freie Kamera. Nee, weiter rauszoomen kann ich leider nicht. Sonst könnten wir uns hier mal die Straßenführung angucken.
wie es aussieht, ist sie sehr einfach eigentlich. Da typisch England, so ein Kreisverkehr. Oh, und da ist schwarz. Hier haben wir noch so einen schönen See. Ich weiß nicht, ob der in Wirklichkeit auch da ist. Was haben wir denn da noch? Ach so, Zoom. Okay, ich will aber nicht zoomen. Was ist das? Genau, zoomen. Ach so, das ist hier die Kamera. Gehen wir mal ins Cockpit. Na, wie lange braucht das denn noch? Hier der Balken. Dann mal gucken, ob die Türen automatisch zugehen. Ah, gut. Die Türen gehen auch von alleine zu. Pünktlichkeitsbonus haben wir uns auch abgeholt. Perfekt. Dann fahren wir einfach mal los, würde ich sagen. Kann man nicht einfach mal fahren? Muss das in diesem Spiel alles so kompliziert sein? Gut, bitte. Geht doch. 50 dürfen wir fahren, haben wir auch für so ein Tempomat. Im ICE hat man das ja. Das ist Signalhorn. Was ist das hier? Weiß ich auch nicht. Lassen wir es erstmal lieber so. So. 50 ist ja erlaubt. 50 Meilen, glaube ich. Aber halt beim letzten Mal ja auch schon gesagt. Ich mache mal lieber nicht an, wer weiß. Jetzt hoffentlich drückt er nicht wieder an die Not. Und dann stehen wir da wieder und haben Verspätung. Das war echt nervig beim letzten Mal. Oh, hier geht es jetzt schön bergab. Da vorne dann wieder berg hoch. So, hier haben wir die 50 erreicht. Dann haben sich mal ein bisschen. Stratford International. Ist das die Abkürzung für International? Ich weiß nicht. INTL Plattform Typ. Okay, und wann müssen wir da sein? In 39. Okay, in 11 Minuten. Müssen wir da, glaube ich, abfahren. Na, jetzt dürfen wir auch 65 fahren. Gut. Dann gehen wir mit einem höher. Ab in den Tunnel. Zum Glück haben wir Licht angemacht. Was ist das, wenn wir Licht ausmachen? Tut sich gar nichts. So, lassen wir uns mal wieder auf Null. Ah, jetzt dürfen wir 140 fahren. Perfekt.
dann wieder. Na, guck mal, er ist der Tunnel schon zu Ende. Das heißt schon. Der Tunnel war echt lang schon, kann man echt nicht sagen. Fahren wir unter einer Autobahn her. Oder nee, über oder unter? Kann man gar nicht erkennen. Hier ist nochmal eine Eisenbahnstrecke, glaube ich. Die ganzen Kreisverkehre. Und immer so viele Parkplätze. Als 130 fahren. Okay, dann weiß ich Bescheid, dann fahre ich jetzt nur noch 125. Boah, das geht echt nicht, dass immer die Notbremse betätigt wird. Und wenn der auch mal schneller bremsen will. Boah, tut mir leid, aber ich bin jetzt wirklich richtig wütend auf dieses Spiel. Bis er mal bremst. So. Und ein neuer Versuch. Toll, und das läuft jetzt auch immer da, dieses Ding, Ding-Dong. Das Spiel will mich echt verarschen, glaube ich. Ist das beruhigend, erstmal nicht hier dieses Ding-Dong zu hören.
Was ist da los? Warum können wir nicht einfach mal weiterfahren? Ist das denn so schwer? Ich kriege echt zu viel von diesem Spiel. Kann man den irgendwie wieder raus zu mir? Das ist, glaube ich, noch Bremse. Na, ich drücke jetzt einfach irgendwas, ey. Das nervt, das Spiel. So, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Na, geht's weiter? Oder P2. Was ist das? Das macht mir auch irgendwie Angst. Kann man nicht lesen. Ma, toll, ey. Immer diese. Ich bin echt langsam verarscht von diesem Spiel. Sirene haben, dann können wir hier auch irgendwie Scheiße machen. Ja komm, das ist neue Musik. Schnell geht das nicht in meinen Linkern, weil es ist meine. Wir machen mal SOS. Ich war ja nur zweimal kurz. Nee, zweimal lang, einmal kurz, oder? War das so? Ich hab's gerade nicht im Kopf irgendwie. Was ist das? AWS zurücksetzen, ja, das wäre vielleicht eine Option. Ja toll, aber was machen wir jetzt? Das ist ja echt. Der Hammer ist das, Leute, ey. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme hier mal wieder. Und dann. Das ist doch echt scheiße. Das kann ich doch echt nicht bieten. Was ist das denn, ey? Beim letzten Mal haben wir es doch geschafft. Ach so, das ist scheinbar schon. Pan down, schieß ab.
Boah, nervt das, ey. Ja, ich glaube, Freunde, das war's. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich ungefähr aufnehme. 13.37 Uhr, wann haben wir denn angefangen? Ich glaube, 25 oder so. Ja, das wird dann ungefähr eine Folge wert, das ist 20 Minuten. Ja, das war's. Mal wieder etwas chaotisch. Mit ein paar Problemen. Die Notbremse wurde mal wieder betätigt. Das ist natürlich echt. Ich weiß echt nicht warum. Ich werde mal im Internet googeln müssen. Ja, ich verabschiede mich für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo. Mir egal. Müsst ihr auch nicht machen. Ist keine Pflicht. Bis zur nächsten Folge von Train Simulator 2014 oder eben von OMSI. Tschüss.